Hallo meine Klatscherfreunde, herzlich willkommen. Jo Leute, was geht ab? King O am Start. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Clash of Clans mit einer besonderen Folge heute. Wir haben die 100 Siege. Im Clankrieg, beziehungsweise wir haben 100 Clankriege gewonnen und wir sind so knapp, ihr seht es hier an den Clan-Perks, wir sind so knapp am Level 6 Clan ja gescheitert. Das wäre natürlich nochmal so das i-Tüpfelchen gewesen, dass wir gesagt hätten, okay, 100 Siege und Clan Level 6 wäre mega geil gewesen, aber es hat leider nicht sollen sein, ist nicht weiter schlimm. Wir haben den nächsten Clan War schon gestartet und dann wird es halt jetzt übermorgen, dass wir ja dann Clan Level 6 endlich sind. Und wir gucken uns mal, wir sind hier ein bisschen grüner geworden, als es zwischendurch schon mal, ja, zwischendurch war es ja schon mal ein bisschen röter. Jetzt mittlerweile geht es wieder, wir haben uns ein bisschen gefangen. Und wir gucken uns mal meine zwei Fights an. Wird nicht großartig jetzt hier mit viel Kommentaren und Analyse oder wie auch immer. Sind zwei ganz normale, solide Fights gewesen. Es war schwierig für mich. Ihr seht, ich greife hier mit GoWiWi an. Es war schwierig für mich, denn ja, jetzt so langsam steigen auch die Heldenlevel der Gegner. 21er King, 21er Queen. Und ja, ihr werdet sehen. Oder wer jetzt gerade eben schon am Anfang richtig hingeguckt hat, 2 Sterne habe ich nur geschafft. Bin überall eigentlich mit den Mauerbrechern gescheitert. Also die sind nicht richtig durchgekommen und das nervt mich auch so ein bisschen, dass man 3 Mauerbrecher braucht für eine Level 9er Mauer. Da freue ich mich schon, wenn ich irgendwann Rathaus 10 bin und nur noch 2 Level 6er Mauerbrecher brauche für eine Rathaus, für eine Level 9 Mauer. Ja, soweit alles gedroppt. Hinter jedem Golem hatte ich eigentlich 2 Hexen gedacht. Irgendwie sind mir die aber abgehauen. Deswegen droppe ich dann hier gerade noch die 2 Magier, die dann auch noch was reißen sollen. Aber die denken sich einfach, YOLO, wir stürmen hier einfach los. Und warum auch Schutz hinter dem Magier suchen? Die Queen kommt da ganz gut rein. Lässt sich am Anfang ein bisschen ablenken vom gegnerischen King. Kann den aber ganz gut, ja, vernichten. Geht dann hier auf den X-Bogen. Hat noch Unterstützung von 2 Hexen. Ein Glück ist der Golem hier noch mit reingerannt und tankt gerade den X-Bogen. Ansonsten wäre es vielleicht ein bisschen knapp geworden. Ich habe zwar da jetzt noch einen Rage-Spell, aber den wollte ich da jetzt nicht unbedingt für wasten. Was ich aber jetzt hiermit tue und natürlich 2 Schüsse und die Queen rennt raus aus dem Rage-Spell. Super laufig auf jeden Fall. Und ja, ihr seht es, es sind nicht viele Prozente hier. 1 Minute, das müssen wir uns jetzt nicht angucken, was jetzt hier die Bogen noch machen. Die Queen nimmt da jetzt noch das Lager mit, die nimmt die Luftabwehr da noch mit und dann war es das auch schon. Und da spuren wir mal auf 4 vor. Der Golem ist dann auch irgendwann endlich mal durch die Mauer gekommen. Und da passiert auch wirklich nichts weiter Spannendes. Ich denke, ganz passabler Fight, wie man auch im Hintergrund jetzt nochmal sehen kann oder wie man eben auch gesehen hat. Also es hat auf jeden Fall auch eine Menge Level 10er Mauern gehabt. Und da wären 3 Sterne schon langsam etwas schwieriger. Und dann haben wir noch ein Goji-Wiwi-Fight gemacht gegen die 6. Ja, gegen die 6. Den gucken wir uns auch noch ganz kurz an. Und ihr seht, es ist eigentlich ganz, ja, also es ist auf jeden Fall machbar. Queen Level 16, King Level 12, 1er Infernus. Stehen auch sehr, sehr gut an sich. Und hier wieder die Mauerbrecher gefailt. Hier unten die Mauerbrecher gefailt. Das einzige Mal, das geklappt hat, war hier. Dann laufen auch die Golems eigentlich ganz gut rein. Die Hexen schön gedroppt. Das hat auch an sich gepasst. Die Riesen hinterher, die ziehen auch aufgrund der Defense hier sofort rein. War auch gut, dass dann da noch ein Tesla aufgeploppt ist. Das hat an sich eigentlich doch ziemlich gut geklappt. Was ein bisschen gestört hat, ist, dass der Drache nicht sofort runtergeholt wurde. Das hat einen ganz kleinen Moment gedauert. Und mein König musste ich auch relativ früh zünden. Der ist dann jetzt auch schon draufgegangen. Hier unten bringen mir die Magier und die Hexe ein paar Prozente. War auch ganz okay. Was mich beim
kämpfen, ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch das mal aufgefallen ist, wenn ihr dann relativ große Truppenauswahl habt, dass man muss so rüber wischen, damit man dann auch noch sieht, dass man ja den Giftspell eigentlich dabei hat. Das ist so ein bisschen nervig. Also man müsste das vielleicht irgendwie ein bisschen kleiner machen, damit man wirklich alles auf einen Blick hat und nicht so viel wischen muss, weil ich habe den Blitzspell, nee, Quatsch, den Giftspell am Anfang vergessen. Und mir ist dann irgendwann eingefallen, als der Drache mit den paar Bogen dann aus der Clanburg kam, Mensch, du hast ja noch einen Giftzauber dabei, den könnte man ja dann auch mal droppen, um vielleicht die um eventuell noch die 5 Bogen da mitzunehmen, damit sich da die Truppen nicht dran aufhängen. Aber vielleicht müsste Supercell da nochmal nachbessern. Schreibt mir mal da eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das macht. Oder vielleicht habt ihr gar nicht so viel Truppen dabei immer. Also so eine große Auswahl an Truppen. Ja, und dann spulen wir hier auch vor. Ist, wie gesagt, auch relativ langweilig. Die Larrys kämpfen sich dann noch durch die Neunermauern durch. Die Bogen holen noch ein paar Prozente. Und ja, 67%, 2 Sterne. Ist, denke ich, ganz okay. Und für den 100. CW haben wir doch wirklich ganz ordentlich abgeräumt. Also hier unten alles 3 Sternt. Dann hier erst ab der 9 2 Sterne, die 7 2 Sterne und auch alle Rathaus 10er wurden gezweisternt. 52 Sterne gegen 38 Sterne und 40 zu 33 Angriffen. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf den Clan. Das haben sie wirklich richtig gut gemacht. Für den 100. CW haben wir eine richtig gute Show abgeliefert. Einwandfrei. Ja, und der König ist immer noch auf Level 21 bei mir, geht jetzt aber nach dem übernächsten CW auf Level 22. Dann kann er erstmal wieder ein bisschen schlafen und auch die dunkle Zauberspruchfabrik hier geht dann demnächst auf Level 3 nach dem übernächsten CW. Und dann habe ich auch mal wieder ein bisschen CW-Pause. Jo, und das war auch schon die CW-Folge für heute. Wir können mal noch ganz kurz, ich sehe gerade, wir haben noch, sind gerade erst bei 7 Minuten. Wir gucken uns mal noch den Most Heroic Attack, können wir uns noch angucken. Oh, das bin ja ich. Ja gut, dann brauchen wir uns das auch nicht angucken. Wir gucken uns vom Blatt noch die Most Heroic Defense an und schauen mal, wie stark er da verteidigt hat gegen einen wahrscheinlich Quadro Lava Loon Fight. Vermutlich noch einen Lava Hund in der Clanburg. Das Locken misslingt ihn hier ein bisschen, das ist halt auch ein bisschen langweilig. Versucht dann hier mit einer Linie Loons reinzugehen, schickt hinterher die Lava-Hunde, wie vermutet in der Clanburg auf jeden Fall noch ein Lava-Hund. Der erste Lava-Hund ist schon geploppt. Und da ist er von der falschen Seite reingegangen, weil die Lava-Hunde sich dann hier quasi zusammenschließen, anstatt jeweils auf eine übergebliebene Luftabwehr noch zu gehen. Und vielleicht sollte er nochmal so ein bisschen Lava-Loon üben, weil das war natürlich absolut gar nichts. Das kennen wir auf jeden Fall besser. Die Voraussetzungen waren natürlich optimal, weil die X-Bögen auch auf Boden gestellt waren. Aber gut. Wir spulen hier einfach mal vor. Sehen, dass er so gut wie keine Prozente mehr holt. 47%. Hier der eine Lava-Welpe holt da noch ein bisschen was. Rennt dann dem König hinterher. Da versucht er noch mit dem Giftspell den König irgendwie so ein bisschen. Der dreht sich hier im Kreis. Das ist auch mega geil. Dreh dich. Ja, 48%, kein Stern, super verteidigt. Jo, und dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Der King ist raus. Bis dahin, macht's gut. Ciao.